Universität Osnabrück hat nach rund 2 Jahren Bauzeit ihr Center of Cellular Nanoanalytics Osnabrück eingeweiht. Die Redner vor den mehr als 200 Gästen waren sich einig, das Cellnanos ist eine Erfolgsgeschichte. Rund zum Feiern gab es daher gemeinsam mit dem jungen Vokalensemble Osnabrück. Der Campus Westerberg habe sich dynamisch entwickelt, so Universitätspräsident Wolfgang Lücke. Nun komme ein weiteres Gebäude für bedeutende internationale Forschung hinzu. Mit ihrem nun schon 2. Forschungsbau repräsentiere die Stadt Osnabrück den Forschungsstandort Niedersachsen hervorragend, so Carsten Mühlmeier, Hochschulabteilungsleiter im niedersächsischen Wissenschaftsministerium. Den symbolischen Schlüssel zum 20 Millionen Euro teuren Forschungsbau überreichten Bauamtsleiterin Christina von Potzniak-Bierschenk und Carsten Mühlmeier. Viele Menschen hätten verdammt gute Arbeit leisten müssen, um den komplizierten Bau zu realisieren, sagt auch der geschäftsführende Cellnanos-Direktor Jakob Pieler. Ich denke, dieses Cellnanos bringt uns jetzt die Möglichkeit, gemeinsam interdisziplinäre Projekte wirklich zu bearbeiten. In dem Zentrum erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Biologie, Chemie, Physik, Mathematik und der Kognitionswissenschaft gemeinsam, wie Biomoleküle in Zellen zusammenfinden und funktionieren. Dafür entwickeln sie neue Mikroskope, Sonden und Auswertungsmethoden. Das Cellnanos, ein weiteres Gebäude für internationale Forschung in Osnabrück.